Stell dir vor, Emilio hätte Kim nicht gefunden. Ich meine, wir alle denken, die ist auf Klassenfahrt. Dabei liegt die mit einer Blutvergiftung in einem Kellerloch. Diese Aktion ist ja so typisch für den Zwerg. Ein Gehirn so groß wie eine Erbse. Hey, es ist ja zum Glück alles gut gegangen. Und Kim kommt bald aus dem Krankenhaus. Ja, jetzt hat sie noch Schonfrist. Aber wenn die erst mal zu Hause ist, dann... Sieht er so klein aus in diesem Bett und so... So blass. Hey, soll ich mir für den Rest des Tages freinehmen? Du willst doch bestimmt nicht allein sein. Das ist süß, aber ich bin gar nicht alleine. Ich habe noch einen Termin mit Tristan. Was für einen Termin? So ein Interview für so ein Online-Portal. Es geht um den Talentwettbewerb. Du hast doch eigentlich gar nichts mit diesem Wettbewerb zu tun, oder? Ja, anfangs nicht, aber dadurch, dass er No Limits stattfindet, bin ich da ziemlich in die Organisation reingerutscht. Und es macht mir echt Spaß. Hoffen wir mal, dass sich Tristan zusammenreißt. Ja, jetzt mach dir keine Sorgen. Wenn es bei diesem Talentwettbewerb ein Drama gibt, dann bestimmt nicht zwischen Tristan und mir, das ist klar. Oh, entschuldigen Sie bitte, Graf Lahnstein. Ich war in dem Irrglauben, Sie seien außer Haus. Ich bringe Ihre Post. Haben Sie noch einen Wunsch? So, dann wollen wir doch mal sehen, ob wir hier noch was Leckeres für dich finden, ne? Tristan, ich habe oben noch was für dich liegen. Der Startschuss der Rechtsabteilung. Das heißt, wenn der Gewinner eures Talentwettbewerbs feststeht, könnt ihr sofort ins Studio einen neuen Nummer 1-Hit produzieren. Danke. Wie läuft die Zusammenarbeit mit Marlene? Gut, gut. Wir geben heute ein Interview, Promotion für das Finale des Talentwettbewerbs. In einem der größten Online-Magazine Deutschlands. Ist das eine gute Idee? Das ist eine hervorragende Idee. Die Seite hat 100.000 Klicks täglich. Ich musste ja nicht extra sagen, dass die Firma dringend positive Publicity braucht, oder? Und genau deswegen geben wir ein Interview. Und du bist dir sicher, dass du dich im Griff hast? Dass du nicht jeder irgendein unschuldiges Ei zerquetscht oder einen Van Gogh zerschnitzt? Wieso haben wir noch einen? Ich werde mich ab sofort von wertvollen Gemälden und von gekochten Eiern fernhalten. Zufrieden? Du hast mit deiner Eifersucht auch schon das Auktionshaus ruiniert. Ich liefere keine schlechten Schlagzeilen mehr, verlass dich drauf. Schön, dass du bei dem Interview mitmachst. Kein Problem. Wenn der Songwettbewerb erfolgreich ist, dann ist das ja auch eine schöne Werbung fürs Nonibus. Ich habe verstanden, dass du es nicht mit Fliegen machst. So war das nicht gemeint. Alles, was ich sagen wollte, ist, dass wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Es geht um Aufmerksamkeit. Und das ist in deinem Spezialgebiet. Allerdings. Immerhin sind wir doch Profis. Was ist Ihr persönlicher Lieblingssong? Ganz klar, Love is a Miracle. Und Ihr persönlicher Favorit? Netter Versuch. Fragen vorher durchgehen, das haben wir gern. Evan Heinberg, freut mich sehr. Bin ein großer Fan. Und ich muss gestehen, Ihre Nachfolgerin bei Lily Rose kann Ihnen nicht das Wasser reichen. Danke. Wobei ich finde, dass die Serie ihre Aufgabe hervorragend macht. Dann kommen wir am besten mal gleich zur Sache. Ich habe gleich noch einen Termin. Gut, dann würde ich gerne kurz ein Foto von Ihnen machen. Das stellen wir gleich online. Dann promoten wir unsere Live-Interviews kurz vorm Streaming. Gerne, am besten vor dem Pool. Oder am besten vor der Bar. Ganz egal wo. Ich gehe groß auf Sie beide, also strahlen Sie bitte um die Wette. Ja, schon ein bisschen dichter. So. Cheese. Noch ein Stückchen näher und legen Sie vielleicht einfach den Arm um, Marlene.
Entschuldige mich kurz. Ich wollte noch mal mit Whisky. Kameras machen mich ein bisschen nervös. Willst du auch einen? Nee. Wieso sagt er nicht im Vorfeld, dass der Musikbeispiele für das Interview braucht? Ist doch kein Problem. Wir nehmen Marlene und Leonie. Ja, und einen Jungen. Ach, wie ist mit diesem Vincent Naumann? Ja, das klingt gut. Bring mir noch einen Whisky. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Ja, der Ausschnitt funktioniert. Nein, ich dachte jetzt eher daran, ein Whisky nach dem anderen vor dem Interview zu kippen. Was ist das Problem? Wenn ich mich betränke und Blödsinn rede, da kommst du doch umso intelligenter weg. Ich kann verstehen, dass es dir nicht leicht fällt, ein Interview mit mir zu geben. Wenn ich dich mal zitieren darf, die Welt dreht sich nicht nur um dich, Tristan. Und weißt du was, du hast recht. Egal, was ich mache, die Welt dreht sich weiter. Aber sie dreht sich auch nicht nur um dich. Also krieg dich wieder ein. Bring mir noch einen. Jetzt kommt wieder die große Drama-Queen. Ich hatte gehofft, dass wir das Interview professionell über die Bühne bringen. Aber unter den Umständen würde ich es wohl lieber absagen. Na, sind wir ähnlich. Herr Heilenberg, ich kann das Interview leider nicht geben, weil mein Ex-Verlobter sich betrinkt aus Kummer, weil ich ihn verlassen habe. Nein. Ich werde ihm sagen, dass ich einen wichtigen Termin habe, den ich vergessen hatte. Gnädig von dir. Soll ich dir auch noch dankbar sein? Es ist mir egal, was du denkst. Aber unter den Umständen werde ich mit dir kein Interview geben. Glaubst du wirklich, wir haben uns so einen perfiden Plan zurechtgelegt, um dich fertig zu machen? Hätte ich aus Dankbarkeit bei dir bleiben sollen? Hätte ich dich aus Dankbarkeit heiraten sollen? Und der Fehler war ich. Ja. Ja, du hast meinen Fehler. Aber jetzt liebe ich Rebecca und ich bin mit ihr zusammen. Also komm damit klar. Brauchst du noch was? Hab ich was gesagt? Ja, war ja leider ein kurzer Auftritt, was? Ja, tut mir leid. Mir auch. Ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht, ob wir vor dem Finale von unserer Seite aus überhaupt noch einen Ausweichtermin finden können. Mhm, verstehe. Das ist nicht einfach, oder? Mit der Ex-Verlobten zusammenzuarbeiten. Was hat das damit zu tun? Sie glauben doch nicht etwa, dass wir das Interview aus persönlichen Gründen abgesagt haben. Ich hatte den Eindruck. Marlene ist was Wichtiges dazwischen gekommen. Wenn Sie das sagen. Tja, dann. Sagen Sie, haben Sie die Fotos eigentlich schon online gestellt? Zum Glück noch nicht. Warum? Ich mache das Interview. Allein. Sind Sie sicher? Der Talentwettbewerb ist sowieso meine Sache. Marlene hat mir ein bisschen bei der Organisation geholfen. Naja, trotzdem. Natürlich ist es bedauerlich, wenn wir das Ganze ohne Marlene machen. Aber ich versichere Ihnen, Sie werden es nicht bereuen. Ja, ich vergesse nicht so hoch. Was macht er für einen Eindruck? Okay, ja, danke, Olli. Tschüss. Was ist los? Ich hatte Olli angerufen, weil ich mit ihm was wegen dem Talentwettbewerb besprechen wollte. Und da hat er mir erzählt, dass Tristan gerade das Interview alleine gibt. Das Interview, das du gerade abgesagt hast? Ja. Ich meine, im Endeffekt ist es sein gutes Recht. Ich hatte nur einfach so das Gefühl, dass er nicht unbedingt in der Verfassung ist, so ein Interview zu geben. War schon ziemlich angetrunken, als ich gegangen bin. Vielleicht hat sich auch Olli irgendwie verhört und die reden einfach nur so. In der Vorrunde ging es darum, vorgegebene Stücke zu interpretieren. Und im Finale, da werden unsere Künstler ihre eigenen Songs performen. Ich bin mir sicher, Marlene kann dem Nachwuchs eine Menge Tipps geben. Bestimmt. Auch wenn sie den Höhepunkt ihrer Karriere bereits hinter sich hat. Sie meinen, weil sie nicht mehr die Lily Rose singt? Also, trotzdem ist Marlene immer noch ungeheuer populär. Natürlich. Sie versteht es, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Dann war sie immer gut. Wie hat sich denn ihr persönliches Verhältnis entwickelt? Also, ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach ist, mit der Frau zusammenzuarbeiten, die einen vor dem Altar stehen gelassen hat. Wir sind beide Profis, das ist kein Problem.
Ich bin kein schlechter Verlierer. Ich habe den Wanderpokal eine Zeit lang gehabt und dann habe ich ihn weitergegeben. So ist das manchmal im Leben. Wanderpokal? Bitte, Tristan, tu das jetzt nicht. Sie wissen wahrscheinlich, dass Marlene zuerst mit meinem Bruder zusammen war, dann mit mir und jetzt mit meiner jüngeren Schwester. Ob sie darüber hinaus noch was mit anderen Familienangehörigen hatte, das kann ich Ihnen gerade nicht sagen. Sie klingen bitter. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Ich habe großen Respekt vor Leuten, die sich ihrer Talente bewusst sind und die das Beste daraus machen. Und Marlene kann zusätzlich auch noch singen. Dann haben Sie also nichts gegen die Beziehung von Ihrer Schwester und Marlene. Ich wünsche Rebecca wirklich von ganzem Herzen alles Gute. Und ich hoffe, dass sie ihre Zeit genießt, solange es anhält. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass die Beziehung nicht von Dauer ist? Ich gehe davon aus, dass Marlene ihr das Herz brechen wird, ja. Und wenn es soweit ist, dann kann man für Rebecca nur hoffen, dass es schnell vorbei ist. Und wenn ich bei dem Prozess irgendwie helfen kann, dann würde ich das gerne tun.